Ein neues Schiff, eine wunderbare Route und Urlaub auf dem Rhein. Das sind doch tolle Aussichten, oder? Und damit herzlich willkommen bei Phoenix Reisen TV und an Bord des First Class Neubaus MS Antonia. Eine Reise auf dem Fluss ist eine wunderbare Art, die Seele baumeln zu lassen, die Aussicht zu genießen und erst einmal anzukommen. Uns erwartet eine unvergessliche Reise auf dem Rhein. Denn neben den Ausflügen an Land gibt es auch während der Flussfahrt so einiges zu bestaunen. MS Antonia ist der neueste Flussschiffzugang von Phoenix Reisen und ein echter Hingucker. Der moderne Neubau setzt wieder einmal höchste Maßstäbe in Sachen Komfort und Stil. Die öffentlichen Räume sind lichtdurchflutet und laden in einem angenehmen Ambiente zum Urlaubmachen ein. MS Antonia hat 2 Restaurants und verfügt über 74 geräumige Kabinen mit französischem Balkon und 22 mit Fenster. Ihr Zuhause auf Zeit ist sehr elegant und geschmackvoll eingerichtet. Und auch die Bäder lassen keine Wünsche offen. Hier kann man es sich so richtig gut gehen lassen. Gleich zu Beginn der Reise erwartet uns das erste unvergessliche Erlebnis auf dem Rhein. Die bekannte Lorelei-Passage. Die Lorelei ist ein 132 Meter hoher Schieferfelsen im Mittelrheintal, befindet sich am Streckenabschnitt 554 und ist einer der größten touristischen Anziehungspunkte der Region. Wir fahren an der kleinen berühmten Bronzestatue vorbei. Immer wieder ein beliebtes Fotomotiv, bis MS Antonia mittags in Rüdesheim festmacht, wo wir den Ausflug Musik und Wein gebucht haben. Rüdesheim ist wohl der bekannteste Ort im Rheingau. Mit dem Winzer-Express geht es gleich hoch hinauf in die Weinberge, von wo aus wir einen fantastischen Blick über das gesamte Rheintal haben werden. Wir fahren mit dem Winzer-Express tatsächlich mitten durch die Weinberge, wir dürfen das, und fahren dann oberhalb des Hildegardesklosters auch vorbei und fahren am Ende dann durch die Altstadt von Rüdesheim, durch unsere Fußgängerzone, wir dürfen das mit unserem Bimmelbähnchen, und beenden die Fahrt dann direkt am Musikkabinett oberhalb der Drosselgasse. Los geht's! Rüdesheim liegt zu Füßen des Niederwaldes, eines 344 Meter hohen Ausläufers des Rheingebirges. Von hier oben genießen wir das herrliche Rheinpanorama und den Ausblick auf die umliegenden Weinreben. Unsere Panoramafahrt endet in Siegfrieds mechanischem Musikkabinett, das die größte Sammlung an kuriosen, selbstspielenden Musikinstrumenten beherbergt. Während der Führung werden uns die schönsten Stücke auf humorvolle Weise präsentiert. Wir erleben einige der besonderen Instrumente der Sammlung, die in mühevoller Arbeit restauriert wurden. Zu den Klängen dieser weltweit einzig erhaltenen Exemplare wird uns ein Glas Rheingauer Wein gereicht. Anschließend spazieren wir durch die berühmte Drosselgasse zurück zum Schiff. Der Abend startet mit einem leckeren Cocktail. So viele schöne, neue Eindrücke des Tages lässt man gerne in der Abendsonne Revue passieren.
Anschließend erwartet uns ein fabelhaftes Essen in wunderschönem Ambiente. MS Antonia hat zwei Restaurants, die zum Schlemmen einladen. Wir sind im Restaurant Vier Jahreszeiten im vorderen Teil des Schiffes. Die allabendlichen Menüs in stilvollem Ambiente lassen Urlauberherzen höher schlagen. Neben dem Restaurant Vier Jahreszeiten hat MS Antonia auch noch ein Spezialitätenrestaurant, in dem es sich die Gäste ohne Aufpreis schmecken lassen können. Und so endet ein Tag, der schöner hätte nicht sein können. Am nächsten Morgen macht MS Antonia in Gernsheim fest. Nach dem Anlegen geht es auf einen geführten Ausflug. Das Ziel? Heidelberg, die ehemalige kurpfälzische Residenz und alte Universitätsstadt am Neckar. Heidelberg gilt als eine der schönsten Städte Deutschlands. Sicherlich auch, weil es eine der wenigen Städte ist, die im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde. Das Wahrzeichen ist zweifelsohne das romantische Schloss oberhalb der Stadt. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Das Schloss vereint zahlreiche Baustile in sich. Die Ursprünge gehen bis auf das frühe 13. Jahrhundert zurück. Und man kommt nicht drumrum. Diese Aussicht bei traumhaftem Sommerwetter muss man einfach festhalten. Das weltberühmte Schloss zählt zu den meistbesuchten touristischen Sehenswürdigkeiten in Europa. Nach der Führung durch die alte Schlossruine genießen die Gäste den unvergleichlichen Blick auf die Rheinebene und sind sichtlich beeindruckt. Ich bin froh, dass wir das gebucht haben und ich war früher als Kind mal hier, habe immer gesagt, ich will hier mal studieren. Hat sich nicht so ergeben, ich war dann in Tübingen, aber wunderschön. Ja, Stadtschloss ist etwas, was mich sehr interessiert. Von der Restaurierung wunderschön erhalten. Man kann das Alte gut sehen, man kann aber auch die Restauration schön sehen. War hochinteressant und vor allen Dingen von der Führung her sehr präzise, sehr umfangreich gestaltet. Nach der spannenden Besichtigung mit unserem örtlichen Reiseleiter und vielen spannenden Hintergrundinformationen nehmen wir langsam Abschied und kehren mit neuen Eindrücken zurück zum Schiff. An Bord stärken wir uns bei einem deftigen Barbecue an Deck. Der Küchenchef höchstpersönlich steht am Grill und hat ein fantastisches Mittagessen für die Gäste vorbereitet. Nach der Stärkung können wir uns ein wenig erholen. Dazu lädt ein großflächiges Sonnendeck mit Liegestühlen, einem kleinen Pool zum Wohlfühlen, ein großes Schachbrettspiel und eine wunderschöne Aussichtsterrasse am Bug des Schiffes ein. So lässt jeder auf seine Art und Weise den Tag ausklingen. Unsere schöne Reise geht langsam zu Ende. Heute liegt MS Antonia in Kiel. Zum Schluss wartet noch ein großartiges Ausflugshighlight auf uns. Bonjour in Straßburg. Wir besuchen die Hauptstadt des Elsass, eine geschichtsträchtige Stadt mit vielen Facetten. Bei unserem Rundgang erfahren wir viel über die Kunstschätze, die Vergangenheit und Traditionen Straßburgs. Unsere Reiseleiterin Martina erklärt uns, dass bei einem Franzosen auch die Kulinarik nicht zu kurz kommen darf. Ja, ein Elsasser ohne Bier, ohne Wein, ohne Flammekuchen kenne ich gar nicht. Wir spazieren weiter zum Wahrzeichen der Stadt, dem Straßburger Münster mit seinem einzigartigen Glockenturm. Der Münsterplatz gilt als einer der schönsten europäischen Stadtplätze. Anschließend genießen wir noch ein wenig Freizeit in der französischen Stadt.
Ein wirklich sehenswerter Ausflug und ein wunderschöner Abschluss dieser besonderen Flussreise auf dem Rhein und an Bord der neuen MS Antonia. Und so heißt es nun Koffer packen und Abschied nehmen. So, es war einfach eine super schöne Reise. Vielen, vielen Dank. Das freut mich gerne. Bis dann, alles Gute. Tschüss. Liebe Zuschauer, was für eine herzliche Besatzung an Bord, was für eine wunderschöne Reise und was für ein tolles neues Flussschiff. Auf eine erfolgreiche Saison, auf viele zufriedene Gäste und auf Ihren Besuch bald hier an Bord von MS Antonia.